Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mitten aus dem Leben. Oh Mann, ich weiß ehrlich gesagt gerade echt nicht, ob ich lachen soll, ob ich mich sowas von auslachen soll oder ob ich jetzt einfach mich hier auf den Boden legen soll und anfangen soll zu heulen. Heute ist nämlich ein absoluter, ich würde dieses Wort jetzt nicht aussprechen, wenn es nicht wirklich so wäre und wenn es ein anderes Wort dafür gäbe, aber es gibt kein anderes Wort. Heute ist offiziell ein Riesenscheißtag. Entschuldigung der Ausdruck. Also, erstens mal habe ich momentan gerade sowas von viel Arbeit und ich komme gerade kaum hinterher. Ich bin sowas von gestresst und ich müsste eigentlich auf schnellstem Weg wieder nach Hause zurück ins Office. Aber das ist gerade schwieriger. Ich komme gleich drauf, wieso. Der zweite Grund ist aber auch nicht der Hauptgrund. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe richtig gemerkt, dass ich krank werde. Ich habe schon den ganzen Tag üble Kopfschmerzen, aber auch das wäre noch absolut im Rahmen. Jetzt komme ich auch dazu, wieso ich nicht mit meiner YouTube-Cam filme, sondern mit dem Handy, weil ich meine YouTube-Cam nicht mit habe. Und diese wahnsinnig schöne Location hier in der Tiefgarage in meinem Auto habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe momentan gar keine andere, weil ich mich nicht fortbewegen kann von hier. Und zwar ist der Ernstfall eingetreten. Alle Autofahrer wissen ja, dass man in seinem Auto wunderbar eine Tankanzeige hat, die einem auch immer verrät, wie viel Benzin man noch hat. Und wenn es dann langsam dem Ende zugeht, kommt mehrmals, bestimmt 10-mal eine Warnung, unbedingt tanken gehen. Ja, die habe ich natürlich ignoriert, weil ich einfach nie Zeit hatte zum Tanken. Und ich fahre jetzt fast eine Woche mit null Benzin rum. Und jetzt bin ich ins Parkhaus gefahren, wollte ganz schnell was essen einkaufen gehen, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Und währenddem ich ins Parkhaus reinfahre, heißt es, also blinkt alles mal und heißt es, System schaltet sich jetzt ab. Ja, dann bin ich gerade noch mit dem letzten Tropfen Benzin ins Parkfeld reingerollt. Und an der Stelle muss ich sagen, bin ich immerhin stolz auf mich, dass ich nicht mal korrigieren musste und mit einem Roll gerade noch schön ins Parkfeld gekommen bin. Dann habe ich erstmal gesagt, okay Anja, nicht aufregen. Dann bin ich erstmal in aller Ruhe einkaufen gegangen und habe überlegt, was ich jetzt mache. Ja, jetzt habe ich mal meine Garage angerufen und die sind so nett und bringen mir jetzt einen Kanister mit Benzin und sorgen dann dafür, dass ich wieder von hier wegkomme. Aber nein, ey, wirklich, wem passiert das? Für was hat man eine Anzeige im Auto, wo einem sagt, man sollte tanken? Nein, Ehrenwort, ja. Ja, so viel zu meiner aktuellen Lage. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us, not us. Also, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Jetzt habe ich gedacht, ich bin gerettet, dann füllt er so ein. Und dann während er einfüllt, habe ich so gesagt, ja, das ist ja gut, dass er jetzt kommt, weil das wäre sonst gar nicht gegangen, weil er meinte zu mir, er muss dann vorne da, wo jetzt das Auto offen ist, muss er nachher noch so irgendwas machen. Ich so, ah, das hätte ich ja alleine niemals gekonnt. Dann sagt er so, ja, das ist eben kein Diesel, ist das eben so? Und ich so, es ist kein Diesel. Top Tag. Jetzt ist mein Benziner gefüllt mit Diesel und steht hier. Und langsam lege ich mich jetzt dann wirklich hier auf den Boden und heule. So. Ich bin jetzt wieder zu Hause von meinem Haus, jedoch nicht in meinem Auto, sondern in einem Ersatzauto, weil mein Auto musste jetzt sozusagen mitgehen auf die Intensivstation. Die müssen jetzt überprüfen, ob da alles läuft, wie es muss. Keine Ahnung, was sie jetzt genau damit machen müssen. Ich kann dann morgen früh vorbeigehen und hoffentlich das Auto wieder tauschen. Ja, also erstmal muss ich mir jetzt mal an den Kopf fassen, der ohnehin schon so weh tut vor lauter Kopfschmerzen, die mich heute den ganzen Tag plagen. Aber ja, ist natürlich klar,
einerseits mein Fehler. Ich meine, wem passiert das im 2019 in der Stadt Luzern, dass man stehen bleibt ohne Benzin? Das kann natürlich nur mir passieren. Das ist ja vollkommen klar, ist nichts Neues. Ja, ich bin mir sicher, dass es mir das erste und auch das letzte Mal passiert ist. Also was haben wir daraus gelernt? Immer tanken gehen, nicht rausschieben, einfach nicht machen. Es kommt nicht gut. Irgendwann nimmt's die da. Ja, aber jetzt muss ich einfach nochmal sagen, sorry. Wie kann das passieren, dass bei der Garage, wo ich das Auto gekauft habe, ja, die Garage, die mir das Auto verkauft hat, tankt in meinen Benziner Diesel. Er kommt dahin, sieht nicht, dass es ein Benziner ist. Ich meine, ich sehe es dem Kanister ja nicht an. Und ich meine, die Verschlüsse sind ja auch anders, der Benzinverschluss und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ich meine, ich muss nicht sagen, wo es tatsächlich fertig bringt, nicht rechtzeitig tanken zu gehen. Ich sage jetzt mal nichts, aber einfach so für Bemerkung am Rande. Wie kann das wirklich sein? Die Garage, die mir das Auto verkauft, der Mann kommt hin, lässt Diesel einfließen und per Zufall haben wir es gemerkt. Egal, ist jetzt schon passiert. Ich hoffe, dass nichts kaputt ist, dass das Auto keine größeren Schaden da jetzt mit sich trägt. Aber die kriegen das bestimmt hin, da bin ich mir sicher. Also ich hoffe, sie kriegen es hin. Ja, und ich gehe jetzt mal zurück ins Homeoffice und bin ganz schön im Verzug. Und möchte jetzt auch eigentlich nichts mehr dazu sagen. Das war's. Life of Anja. Ich muss mich nicht schämen.